Hi, wir sind heute wieder hier mit Julian Hanses, Formel 3 Rennfahrer. Und wir wollen heute mal ein bisschen über Körpergewicht und Fettverbrennung sprechen, weil das wissen vielleicht nicht viele, aber Formel 3 ist eine Sportart, wo es sehr darauf ankommt, möglichst viel Power bei möglichst wenig Körpergewicht zu haben. Ihr habt ja keine Servolenkung, keine Servobremsung. Ja, also keine Servolenkung, kein Bremskraftverstärker. Heißt, alle Kräfte, die aufgebracht werden, sind durch den Athletikbereich zu. Du brauchst Power in deinem Bein, du musst dich voll dagegen stemmen, um das Auto und dich zu bremsen. Ne? Definitiv, also umso schneller und stärker du auf der Bremse bist, umso effizienter ist die Bremse halt. Und je weniger du wiegst, desto weniger Gewicht musst du abbremsen. Ja. Und desto weniger muss das Auto auch beschleunigen. Also desto weniger Gewicht muss das Auto beschleunigen. Ne? Genau, es gibt gewisse Gewichte, bis wohin man es Sinn macht, die zu haben, weil das Team kann halt dann auch mit Gewicht im Auto balancieren und sagen, jetzt wir möchten 5 Kilo mehr auf die Vorderachse geben. Da musst du nicht gerade eine Setup-Änderung von Sturz oder sowas machen, hast halt eine kleine Gewichtsverlagerung. Ja, ja. Wie machst du das? Weil Thema soll ja heute sein, der Unterschied zwischen Körperfettverbrennung, also Gewicht verlieren über Körperfett, ja, und akut Gewicht verlieren über zum Beispiel Körperwasser. Wir wollen heute ein bisschen über den Unterschied sprechen. Wenn es jetzt darum geht, langfristig für dich Gewicht zu verlieren, du hast ja ein bestimmtes Zielgewicht, was du im Auto haben willst. Mhm. Was sind das für Dinge, die du tust, womit du langfristig Körperfett runterhältst? Also ich versuche von meinen Kalorien her immer im leichten Defizit zu sein, bis ich merke, dass es irgendwie vom Drive im Sport, wenn ich irgendwie Explosivkraft, ein leichter Defizit aufkommt, dass ich schon Tage habe, wo ich meine Kalorien wieder... Machst du es nach Gefühl oder zählst du auch wirklich die Kalorien? So, am Anfang habe ich es gezählt, so irgendwann hast du ein Gefühl dafür und hörst auch, was dein Körper dir sagt. Ja. Wenn du jetzt merkst, sie ist so leicht schwindelig oder die Explosivität leidet halt, dann musst du schon so mal einen Tag machen, wo du einen Kalorienausgleich oder ein bisschen Überschuss bist. Jetzt kein starken, aber der Trend sollte halt sein, immer einen kleinen Defizit zu haben. Klar, jetzt ist wieder die Frage, gibst du den Winter über, gibst du dir Urlaub und gönnst dir halt mal was mehr, hast du vor der Saison auch einen krasseren Defizit. Du musst umso härter dafür kämpfen, das wieder runterzubekommen. Ja, und die Frage ist halt dann auch, du verlierst ja auch ein bisschen an Trainingsvorsprung. Wenn du jetzt die ganze Zeit im starken Defizit bist, schaffst du es halt nicht wirklich stark noch Explosivität aufzubauen. Welche Rolle spielt das für dich, so das Verhältnis Kohlenhydrate, Fette? Was sind deine Erfahrungen? Womit fährst du da gut, wenn du deinen Körper Fett reduzieren möchtest? Also bei mir ist es auch generell, ich höre auf das, was mein Körper sagt. Manchmal habe ich das, dass ich ein bisschen mehr Kohlenhydrate, manchmal hole ich die Power eher durch Fette, die Energie. Das ist immer unterschiedlich. Mhm. Und generell hast du ja schon so einen Shift gemacht, von ein bisschen mehr die Kohlenhydrate weg, du hast ein bisschen mehr Proteine, ein bisschen mehr Fette, ein bisschen mehr Gemüse in dein Leben eingebaut. Was waren die Dinge, die du da gemerkt hast? Sehr positiv. Also früher dachte ich immer, dass du immer Kohlenhydrate brauchst, um irgendwie Energie zu haben, aber das ist nicht der Fall. Das kannst du auch durch Fette und Eiweiß regulieren. Was ich bemerkt habe, ist, dass wenn ich relativ viel Gemüse esse, auch gleichzeitig sehr viel Wasser ziehe, was gerade im Rennsport nicht natürlich durch meine Größe, ich bin 1,92, nicht gerade perfekte Rennfahrergröße, das merkst du halt schon, dass da ordentlich Wasser eingespeist wird. Ja, genau, das ist das nächste Thema, ne? Also Körperfettreduktion, ja, langfristig, ist ein langfristiger Gedanke, da reden wir über Monate, kürzestens reden wir da über Wochen, aber eigentlich reden wir da über Monate, wenn es um Gewicht, über Körperfettreduktion ist. Aber es gibt ja auch Situationen, wo du das, und da machst du es halt über Kalorienreduktion, vielleicht Kohlenhydratreduktion, generell ein bisschen weniger. Da auch halt, was der Körper dir sagt. Genau. Der Körper, ich hatte zum Beispiel Tage, wo ich zum Beispiel mal Kohlenhydrate komplett weggelassen habe, aber irgendwann greift dein Unterbewusstsein einfach zu und sagt, ich brauche jetzt Nudeln oder ich brauche jetzt Kartoffeln. Ja, das sehe ich absolut genauso. Ich glaube, jeder hat so ein eigenes Verhältnis von den ganzen Sachen und da gibt es keine feste Regel. Und für manche ist komplett Kohlenhydrate weg super, für manche einfach nicht. Ja, und die anderen sagen, gib mir halt Fette bis zum Gehtnicht. Ja, genau. Und manchmal ist gerade, wenn du viel Explosivkrafttraining machst, so, dann saugt dein Körper danach und sollte man dem was auch geben. Ne? Ja. Jetzt aber dieses Kurzfristige, wenn du dich möglichst leicht für ein Rennen auch machen willst, ne? Weil da spielen ja schon Kilo einen Unterschied. Ne? Ja. Was sind da deine Strategien? Da geht es ja mehr um den Wasserverlust, den Wasserhaushalt. Ja, also Wasserverlust ist ein Riesenthema, was ich jetzt rausgefunden habe in den letzten Monaten.
Gerrit war ja mein Athletiktrainer eine Zeit lang. Und da haben wir auch jetzt im Endeffekt, wir machen immer noch weitere Parameter, die wir beackern. Und jetzt haben wir das Thema mit dem Wasserhaushalt drüber gesprochen. Und es hat bei mir angefangen, dass ich etwas weniger zu salzen, mein Gemüse. Wovon ich schon einen leichten Effekt hatte, aber der größere Effekt war dann halt, wo ich angefangen habe, Gemüse kurz vorm Rennen wegzulassen, um nicht unnötig viel Wasser im Körper zu haben. Ja, genau, der Gedanke war ja, wir wollen ja keine 2 Liter Wolwig-Flasche mit im Auto neben uns haben. 2 Kilo oder im Bauch haben. Ja, genau, also es ist ja gut, wenn wir das Wasser in den Körperzellen haben, aber wir wollen ja nicht zu viel haben, was so uns keinen positiven Effekt auf unsere Leistungsfähigkeit gibt. Ja. Das ist so eine feine Balance. Möglichst wenig Wasser, ohne dass es ansatzweise die Reaktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit ein bisschen runterzieht. Ne? Genau, die Performance darf dadurch wirklich nicht beansprucht werden. Ja. Das muss man halt ausprobieren. Das ist ein Prozess, den man durchmacht. Man kann jetzt nicht sagen, du brauchst jetzt vorm Rennen 1 Liter oder 1,5 Liter Wolwig mit einem Schuss Himalaya-Salz und noch eine Zitrone obendrauf. Kannst du nicht sagen. Es gibt immer unterschiedliche Parameter. Es kommt darauf an, wie du am Schwitzen bist. Ja. Alles greift an. Da auch wieder ist das Ding, hör auf deinen Körper und was deine Gefühle dir sagen. Also Indikatoren sind ja klar die Waage. Ich meine, über die Waage kannst du im Tagesverlauf, das hast du ja auch selber gemerkt, es kann ja im Tagesverlauf sehr stark schwanken. Mhm. Vor allem, wenn du Salz weglässt, dann bindet dein Körper weniger Wasser. Mhm. Dann isst du weniger wasserbindende Gemüse, hast dadurch weniger Wasser in deinem Körper. Wie viel Kilo verlierst du da schon mal bei 2-3 Tagen? 3 Kilo. Ja, 3 Kilo locker, ne? Ja. Genau, also die Waage ist ein guter Indikator drin. Und auf der anderen Seite hast du auch deine Wahrnehmung auf der Rennstrecke, wo du merkst, oh, jetzt war ich ein bisschen zu wenig. Ja, also das merkst du auch meist auch schon, wenn du dich vorbereitest. Wenn du jetzt irgendwie vorher noch Mobility-Stuff machst oder dich aufwärmst, merkst du halt schon, wenn du gewisse Übungen machst, dass der Kopf dann irgendwann sagt, oh shit, Mann, gib mir mal bitte Wasser oder ich brauche noch was Energie. Ja. Also was auch ein Thema ist, ist komprimiertes Essen. Mhm. Also Wasser, also so Essen, was relativ energiedicht ist und dir Leistungsfähigkeit gibt, aber nicht so viel Wasser dabei hat. Ne? Ja, genau. Und generell halt wenig wiegt. Was ist deine Lieblingsoption? Ne? Boah, also ich feiere in letzter Zeit stark diese Energieriegel. Da gibt es viele Marken, die relativ gute Riegel rausbringen, die auch nicht gerade mit Zucker vollgepumpt sind. Ja, und da schwanke ich immer. In letzter Zeit halte ich da sehr viel drauf. Klar, tagsüber Fleisch, abends gönne ich mir dann auch mal ein bisschen Reis, halt auch Dinge, die auch ein bisschen Wasser dann auch gleichzeitig wieder ziehen. Ja, auch was, wie du den Reis dann zubereitest, ne? Du kannst ihn auch ein bisschen weniger Wasser zubereiten, dann trocknet der dich in Anführungszeichen aus. Ja. Okay, gut, ein paar Lektionen über Fettverbrennung und Körpergewichtsreduktion. Also wenn ihr euer Körpergewicht reduziert, ist sicherlich der schnellste und einfachste Weg über Wasser. Das ist aber nicht die langfristige Lösung. Ja. Wahrscheinlich geht es euch mehr darum, nackt gut auszusehen, das heißt Körperfett zu verbrennen. Und da ist dann sicherlich der Weg ein bisschen weniger essen. Und das fällt einem leichter, wenn man kohlenhydratreduzierter unterwegs ist. Dadurch hat man leichter ein Kaloriendefizit, kommt leichter in die Fettverbrennung rein, auch hormonell. Ja, man sieht es ja auch allein bei den großen MMA und Boxern. Die sind schon alle relativ stark definiert, aber halt das meiste Gewicht holen sie dann wirklich durch Wasser. Genau. Das ist nicht wirklich so, als hätten die jetzt wie viele Bodybuilder, weiß ich nicht, 5-6% Körperfett. So, demnach ist nicht so. Die ziehen, sondern alles an Wasser raus, was sie in sich haben. Genau. Mit verschiedenen krassen Tricks. Genau, also wenn ihr euch für ein Fotoshooting bereit machen wollt oder wenn ihr in einer gewichtsregulierten Sportart seid, ob das jetzt Kampfsport ist oder ob das Rennsport ist, dann ist Wassermanipulation über Salz, Wasser und den Wasseranteil von verschiedenen Nahrungsmitteln immer noch eine Option. Da kriegt ihr bei Julian, wie gesagt, 3 Kilo hin. Wenn man darin sehr, sehr trainiert ist, kann man innerhalb von wenigen Tagen auch ein bisschen mehr hinbekommen. Sollte allerdings immer die Leistungsfähigkeit im Auge behalten. Niemals zu viel Wasser wegziehen, dass die Leistungsfähigkeit weggeht. Das sind die Unterschiede zwischen Fettverbrennung und Gewichtsreduktion. So sieht's zwei aus. Unterschiedliche Strategien. Danke, Julian Hanses. Abonniert ihn auf Instagram. Wie ist dein Instagram-Key? Oh, gute Frage. Julian_Hanses_official. Okay, Julian Hanses official. Wir schreiben es unten mal rein. Bis später. Ciao. Ciao.